Damit hat Pamela Anderson sicherlich nicht gerechnet. Mit ihrer Rolle der CJ Parker wird sie zur Ikone der 90er Jahre. 5 Jahre steht die Blondine in dem legendären roten Badeanzug für Baywatch vor der Kamera und begeistert damit die Fans. Aber auch heute nimmt der Hype nicht ab. Die Show können begeisterte Zuschauer im Netz streamen. Dem Baywatch-Star bringt das aber nicht viel Geld ein. Während Pam 1997 250.000 Euro pro Folge verdient, sind es heute gerade mal 918 Euro. Die 55-Jährige gesteht sich selbst ein, trotz des Mega-Erfolgs ist ihre Gage bereits damals zu niedrig. Die Produzenten von Baywatch haben ein Vermögen verdient. Ich hatte damals einfach nicht die Möglichkeit, mich vertreten zu lassen. Oder das Know-how. Aus diesem Fehler hat Pam Jahre später sicherlich gelernt.